Ich glaube, da kann ich mich auch direkt hier einmal zu Wort melden. Willkommen zurück zu Assassin's Creed 1, zum ersten Assassin's Creed Teil. Ich bin mir bei der Bezeichnung noch nicht so ganz sicher, aber ja, man sieht, glaube ich, wo wir hingelangt sind. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich höre jedes Mal im Spiel auf und fange da auch wieder an. Würde ich auch beibehalten, aber nur hier einmal kurz der Vollständigkeit halber. Ich habe eben noch auf letzten Spielstand laden. Nein, stimmt gar nicht. Auf Geschichte fortsetzen gedrückt, dann schmeißt er uns quasi hier in der Oberfläche vom Animus raus. Hier Gedächtnisabschnitt 1, das haben wir schon gemacht. Also einmal das Tutorial plus unsere Mission rund um die Feste in Masyaf. Wenn ich sie denn so richtig ausspreche, man möge mir verzeihen, falls nicht. Und Gedächtnisabschnitt, siehste, mein Fehler. Da geht es nur um den Tempel anscheinend. Hier ging es dann im ersten Teil um Masyaf und danach dann hier um Damaskus. Genau, soweit dazu. Auf jeden Fall hier dann einmal fortsetzen. Dann sollten wir wieder im Spiel landen. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen oder ein Unauffälliger. Das einzige Problem an der Sache, ich habe noch kein Messer. Sehr schön. Ich war schon mal kurz hier, also genau an dieser Position. Da wirft er uns nämlich raus, wenn wir neu starten. Wir haben im letzten Mal ungefähr hier, denke ich, aufgehört. Also da wird es höchstwahrscheinlich vorgefertigte Respawn-Punkte, sage ich mal, geben, wenn man automatisch gespeichert hat in der Nähe. Und ich habe auch gemerkt, weil ich ja auch eben gerade den Namen Masyaf gesagt habe, wir können ja hier, jetzt muss ich schauen, wo war das? War das Escape? Ich habe natürlich die Menüs wieder nicht angeguckt. Gedächtnislog? Nein, zusätzliche Erinnerungen, da habe ich ja gesagt, die würde ich gerne machen. Wie gesagt, wenn es reine Sammelsachen sind, würde ich da vielleicht ein bisschen was zurechtschneiden oder nur zur letzten Dings dann schneiden, zur letzten Flagge oder was auch immer. Auf jeden Fall hier. Wir hätten eigentlich in Masyaf, wenn es denn so stimmt, 20 Assassinenflaggen finden müssen. Und ja, da habe ich natürlich wieder mal keine einzige gesehen. Das mit Suchen wird lustig. Deswegen, wie gesagt, auch das Ding, dass ich da ein bisschen was zurecht editieren werde. Aber ja, der Rest, die Templer sind, glaube ich, überall verteilt. Weil auch hier, glaube ich, keine genaue Angabe gemacht wird, ne? Wo die alles sind. Und ich glaube, wenn man alles zusammen hat, gibt das eine große Erinnerung oder ist jeder Strang, sage ich ja mal, eine Erinnerung? Ich weiß es nicht, aber natürlich, wie so oft, wir werden es herausfinden. Wir sind ja neugierige und gleichzeitig schlaue Füchse oder so ähnlich. Vielleicht stinken wir nur wie Füchse, das wäre auch eine Möglichkeit, aber darum geht es gerade nicht. Was wollte ich denn machen? Ich wollte heute eigentlich vielleicht schon in Richtung Damaskus gehen. Ich weiß noch nicht so lang, wie lang die Aufnahme heute geht. Grundsätzlich offen für alles, aber ich bin einfach mal neugierig, ne? Und ich möchte hier, hoppala, getreu dem Motto was veranstalten. Er hat nie was versprochen, aber an das hat er sich dann auch gehalten. Auf jeden Fall prinzipiell heute nochmal so ein bisschen mit der Steuerung ein bisschen üben. So können wir laufen, ohne dass wir entdeckt werden. Da ist schon einer. Genau, rot war ein Feind. Sind da zwei Feinde? Ist da ein Feind? Ich glaube, da ist ein Feind. Kann ich mich ihm nähern? Ich sehe unten links, ich habe das Schwert ausgewählt. Zwei. Warte kurz, kann er mich da... Halt, warte, ich kann mich doch darin verstecken. Kann ich mit der 2... Doch, mit der 2 kann ich meine versteckte Klinge auswählen. So, wenn ich jetzt hier rausgehe. Schön in Gebetshaltung. Ich war's nicht. Voilà, da wollte ich einfach mal versuchen, da hochzuklettern. Hat das jemand gesehen? Ich habe nur jemanden gehört, aber da bewegt sich niemand. Blau war, nee, also gelb war Antatsziel, blau verbündet, die hier neutral mit keiner Farbe, glaube ich, und rot normale Gegner, möchte ich mal vorsichtig sagen. Achso, eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe. Zusätzliche Erinnerungen, ach nee, das hatte ich, glaube ich, schon gesagt, wir haben hier, ich hatte es ja im Kern, glaube ich, schon umrissen. Hier, das schimpft sich eine spielergesetzte Markierung oder so ähnlich. Das wollte ich aber nicht. Das hier ist das Königreich, habe ich dann neulich noch rausgefunden. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und hier sind natürlich einzelne Flaggen auch versteckt. Und es heißt hier bei den einen Flaggen, bloß dass wir das hier mal kurz trotzdem nochmal anreißen. Nein, da. König Richard Flaggen, die gibt es alle hier quasi in
hier nochmal Shortcut mit der Karte, gibt es alle hier in diesem Gebiet. Ob das schon das ganze Gebiet ist oder ob es hier nur ein bisschen weiter geht, es schaut fast danach aus, das sehen wir dann. Vielleicht geht es dann andere Abschnitte rein. Erkunden wir doch ein bisschen, krabbeln hier auch mal ein, zwei Aussichtspunkte hoch. Das müssen wir auch alles machen. Vorher allerdings. Gibt es ja eigentlich einen Tag- und Nachtwechsel? Es wird gerade so dunkel. Ich habe die Sonne gehört und da kann das sein. Kann ich euch belauschen? Nee, aber ich kann mich damit hinsetzen, ne? Dass ich nicht auffall. Ich bin so unauffällig. Ich bin der beste Assassine, der jemals gelebt hat. Also würde ich von mir selber sagen, dann wäre es aber auch gelogen. Was macht er da? Ich mache gar nichts. Aber das wird der jetzt sehen, wenn ich seinen Kumpel umbringe, oder? Wir probieren es mal. Huch. Okay, ging einfacher als gedacht. Wo ist denn mein Pferd, was mir die ganze Zeit hin und hinterher rennt? Ach, das steht noch da hinten. Dann holen wir uns mal das Pferd und schauen uns hier mal ein bisschen um. Weil wir sollten noch ein oder zwei Flaggen finden. Weil die habe ich ja beim letzten... Wo springst du denn lang? Mach doch mal langsam. Die habe ich beim letzten Mal zufällig hier gefunden. Ich musste dazu ab und zu mal die Karte ein bisschen im Auge behalten. Ach so, das bleibt hier so lange verschwommen, bis ich den Aussichtspunkt dazu habe. Oder wie ist das gemeint? Pass mal auf, dann... Hier wären wir eigentlich rausgekommen. Ich möchte da mal schnell hinreiten. Wir wären ja eigentlich hier irgendwo. Jetzt habe ich einen Checkpoint erreicht. Ne, hier will ich nicht hin. Will ich hier hin? Ne, ist alles sehr verworren, aber wir finden uns da zurecht. Der hat mich aber echt weit weg wieder starten lassen. Laufe ich hier falsch? Laufe ich hier richtig? Auf jeden Fall wären wir da oben, glaube ich, irgendwo rausgekommen, oder? Sehe ich das richtig? Zeig mal her. Ich gehe mal hier in diese Richtung. Oh. Hier geht es nicht weiter. Fehler, Subjekt hat keinen Zugang. Oh, dann sind wir zu weit. Dann müssen wir einmal rumdrehen und einmal in diese Richtung. Ja, bleibt ja bloß der Weg hier nach oben. Gibt es hier einen Weg nach oben? Nee. Wieder habe ich einen Checkpoint erreicht. Auf jeden Fall, wir hätten irgendwie... Ich bin verloren. Ich schaffe es nicht mehr zurückzukommen. Nein, ich glaube schon, dass wir hier durch die Stadt wahrscheinlich gegangen. Aber warte mal, wie ging unauffälliges Reiten? Untertauchen. Da bin ich ja ewig und 3 Jahre unterwegs. Gibt es hier Wachen oder so? Nee, dann können wir hier erstmal unauffällig weitergehen. Ich wollte eigentlich nur mal schnell nach oben zu... Da sehe ich sie doch schon. Halt, stopp. Einmal absteigen. Die habe ich zum Beispiel noch... einmal absteigen, wir sitzen direkt wieder drauf. So, einmal hier. Weil sie mich so anlacht, eine Flagge. Na? Damit haben wir die erste von 100. Und wir können sogar direkt auf dem Pferd landen. Ich bin begeistert. Wir können natürlich die Dächer uns auch mal abschauen, absuchen. Aber ich würde gerne erstmal in die Richtung weitergehen und schauen, wo man da ursprünglich eigentlich rauskommt. Du schaust verdächtig aus. Tatsächlich ein Rudel. Da ist einer der Templer. Ich glaube, ich bin hier noch nie wirklich runtergeritten, weil mich das Spiel dann immer nach dem automatischen Speichern da runtergerissen hat. Ja, ja, alles gut. Ach, er wieder. Na, ist egal, wir reiten dran vorbei. Ja, Ungläubiger finde ich jetzt aber schon hart, die Bezeichnung. Tauchen Sie unter, wenn Sie Soldaten... Ja, ja. So, ich möchte nur bloß mal kurz hierher. Warte, dass ich jetzt zu weit reite und die Karte verlasse, aber... Hier, genau, hier haben wir doch angefangen. Checkpoint erreicht, hören Sie auch auf uns zu verfolgen, sehr schön. Genau, da waren hier die zwei Hanswürste, da rasen wir einfach mal dran vorbei. Da rasen wir einfach mal geschwind dran vorbei und hier müsste doch der Turm gewesen sein. Hier sind auch die Assassinen von uns. Ja, bleibt doch mal entspannt. Wenn wir jetzt gucken, genau hier haben wir angefangen. Okay, dann bin ich glaube ich noch bis nach da vorne geritten an den zwei Jungs vorbei. Die haben sie ja nicht mal bewegt. Ich möchte hier noch was kämpfen üben.
Zumindest gegen eine von beiden. Halt, machen wir so. Normal laufen. Oder halt versteckt laufen. Oh, vielleicht kann ich beide sogar töten, ohne dass sie mich bemerken. Wenn ich keinen auffälligen Kill hinlege, sondern einfach nur blub. Oh, er hat's doch gesehen. Was hat der denn jetzt für eine Zitterpartie hingelegt? Du kannst nicht mal schreien, du bist schon längst tot. Hör mal auf jetzt. Was hat der denn jetzt für eine Zitterpartie hingelegt? Kann man hier was mitnehmen? Nee. Okay, wie gesagt, dann muss ich hier in aller Ruhe mal erstmal die Klinge wegstecken. Was ist denn mit diesem Pferd? Immer schön entspannt bleiben, mein Freund. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht genau, wie ich es, wie gesagt, mit der ganzen Sucherei mache. Vielleicht schnappe ich mir da einfach mal eine Karte oder so. Das würde ich dann, wenn ich es denn tun würde, entsprechend zugeben. Wenn wir jetzt nur auf Verdacht irgendwo eine Flagge finden könnten, dann könnten wir noch was anderes kurz zeigen oder irgendein Sammelgegenstand. Der wird nämlich durch diesen Modus, kann ich ja schon mal sagen, weil ich werde es wahrscheinlich wieder vergessen zu zeigen, nicht hervorgehoben. Das heißt, wir müssten... Oh, wie auf Kommando habe ich was gefunden. Wenn wir jetzt uns hier direkt davor stellen. Gut, gleich, man sieht es vielleicht blinken, aber dadurch, dass es halt in, sagen wir, in dem ähnlichen Farbspektrum hier vor sich hin blinkt, würde man es wahrscheinlich nicht richtig sehen. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil weiß es so, wie ich mich kenne. Pass auf, dann bin ich doch in minimalen Zügen so halbwegs wieder in der Steuerung drin. Oder behaupte die Steuerung so ein bisschen geübt zu haben. Dann würde ich hier vielleicht mal ein, zwei Aussichtspunkte noch holen und dann... Warte mal, hier oben ist ein Aussichtspunkt, aber kommen wir jetzt nicht hin, ne? Da kommen wir wahrscheinlich dann bloß so rum dahin. Nee, wie komme ich denn jetzt? Hier gibt es einen Aussichtspunkt, warte mal. Auch Karten lesen ist schwierig, der da oben. Ja gut, da kommen wir jetzt aber noch nicht hin wahrscheinlich. Gehen wir in diese Richtung. Aber hier ist schon mal ein Heuwagen. Kann ich von da oben irgendwo runterspringen? Ich kann so weit hoch gar nicht gucken. Naja, wir werden ihn finden. So, dann reitet man also anscheinend beim ersten Mal, wenn man hier entlang kommt, da runter. Passt das soweit? Ja. Kommt dann hier unten irgendwo an. Eine Flagge und ich sehe viele Gegner. Ich würde mich jetzt nicht mit denen anlegen wollen, aber hundertprozentig kann man da drin irgendwas finden. Achso, gut, aber sieht man natürlich wieder nicht. Kann ich da jetzt einfach durchreiten? Doch, denn kann man was finden. Das ist übrigens auch die Frage, die ich gerade noch anreisen wollte. Weil, nicht Frage. Ich wollte irgendwas anreisen, aber ich habe es vergessen. Genau, ich wollte jetzt eigentlich an den zwei Leuten, mit denen ich mich jetzt hier so pseudo geprügelt habe. Oh, wie kann ich denn da? Ach, das war das Pferd, da kann doch nichts für. Los, lauf! Boah, das arme Pferd. Aua! Wow! Was ist denn jetzt hier? Hört doch mal auf, ich wollte mir bloß die Flagge holen. Was ist mit euch? Ja, lauft mir mal schön hinterher, ihr Deppen. Okay, ich hab sie. Ihr kriegt mich nicht. Niemals. Seid ihr langsam. Seid ihr schlecht. Ich sage auf Wiedersehen. Tja, ne? War wohl nix. Ich lebe immer noch. Tschüss. Habe ich schon gesagt, dass ich der beste Assassine bin? Oh, Wetter, oh, Wetter, oh, Wetter. Lass mich durch. Die zwei Flaggen, die waren einfach zu verführerisch. Ich bin verschwunden. Huhuhu, da rennt der gerade noch an mir vorbei. Das ist sinnlos. Hier finde ich ihn nie. Waren es eigentlich gerade türkische Soldaten? Habe ich das richtig gesehen? Oder osmanische Soldaten? Was machen die denn mit einer König-Richard-Flagge? Haben die das Lager da überrannt oder wie? Oder habe ich immer nur nicht richtig hingesehen? Muss ich da hoch? Wir probieren es einfach mal. Kann ich da am Fenster vorbeiklettern? Das kann ich. So, ja, ein minimales Durcheinander am Anfang direkt.
Ich habe doch hier vorhin irgendwo noch einen Templer gesehen, oder? Weil es war doch hier dann. Da steht einer. Und ne, da unten stand auch noch einer. Warte mal. Hier war da noch irgendwas Rotes, oder? Ich könnte schwören, ich bin hier vorbeigeritten. Da war noch einer. Aber anscheinend ist es der da hinten. Okay. Naja, auf jeden Fall minimale Anlaufschwierigkeit meinerseits. Aber wir leben noch. Noch kann ich sagen, ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Da oben ist noch eine Flagge. Ich muss die hier unbedingt holen. Bloß vorher ein bisschen zur Einordnung. Kann ich da... Genau, zur Einordnung. Kann ich denn auch solche Wände da hochklettern? Zeig mal. Ne, okay. Das geht anscheinend nicht, oder? Ne, das geht nicht. Da müssen wir uns jeweils dann doch ein bisschen was anderes suchen zum Klettern. Hier so vielleicht. Okay, hier geht's. Dann schauen wir mal, dass wir unseren ersten Templer hier noch kriegen. Hier war irgendwo eine Flagge, ich habe sie genau gesehen. Ach ja, weil ich doof bin, ich wieder in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss da drüben mich runterlassen. Nee, nicht durch die Luft winken, einfach nur hier runter und... Oh, hätte ich gar nicht loslassen müssen. Schon 5 Flaggen, was ist denn hier los? Wenn man den Rest auch so schnell finden würde. So, wo war denn der jetzt wieder? Hier war doch gerade noch irgendwo ein Lump, oder? Der in Rot markiert war. Ach, da ist er. Oh, da steht sogar so, dass ich nicht mal an ihn rankomme, oder wie? Oh, er hat mich gesehen. Schön. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die im Nahkampf unglaublich unschön zu besiegen sind. Aua! Hoffentlich richtet er euch ein paar Mal Fallschaden. Los, runter mit dir, geh weg! Boah, wie agil ist der Typ denn bitte? Damit ist der erste Templer tot. Ich bin... Das ist ja peinlich. Das kannst du ja eigentlich keinem zeigen. Aber okay, der Templer ist tot. Ich habe ihn meisterhaft und ungesehen eliminiert. Indem ich einfach auf dem Dach rumspaziere. Ja gut, das ist... kann man ja mal so machen. Sollte man vielleicht nicht, ne, wenn man ernst genommen werden möchte. Aber okay. Wo kann man sonst so ein bisschen hin? Hier oben einfach mal so ein bisschen umgucken. Ach, schau an. Ich muss sagen, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Ich bin eigentlich nur auf Verdacht hier hochgegangen. Und wir können hier auch so größere Dinge quasi überspringen. Und da unten, warte mal, jetzt muss ich es einsortieren. Da unten haben wir, glaube ich, angefangen bei diesem Markt. Genau, dann sind wir hier hochgeritten. Genau, einmal hier außen rum. Da hinten war, glaube ich, noch gesperrt, weil da man noch nicht zur Erinnerung kommt. Okay, verstehe ich. Aber ich muss mir trotzdem mal auf der Karte das Ding markieren, sonst finde ich es nicht. Wo ist hier dieser Aussichtspunkt? Ach, ja, nimm einfach den dicken Aussichtspunkt, an dem ich gerade vorbeigelaufen bin, ich Depp. Ja, nun gut. Nein! Boah, ich habe schon gedacht, das war's jetzt. Oh, ja, ja. Macht, oh, boah, nee, da werde ich mich nicht dran gewöhnen. Es wird nur Kopfschmerzerei geben, wenn er auf einmal hier auf einmal das Springen anfängt. Ach Gott, was ist denn jetzt hier wieder? Viele freundliche Gegner. Kann ich mich da irgendwie außen rumschleichen, damit ich zu dem Aussichtspunkt komme? Wieso müssen denn da überall Gegner sein, sag mal? Kann ich da rüberspringen irgendwie, ohne dass der mich sieht? Ich bin unauffällig. Gut, dann bin ich halt nicht unauffällig. Aua! Hör mal. Mich hat niemand gesehen und niemand gehört. Vor allem, wie schön langsam, das habe ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, wie schön langsam und entspannt unser Assassine hier hochklettert, wenn man jetzt an die neuen Teile denkt. Ohne das werden zu meinen, selbstverständlich. Die hauen da rum wie so eine Flipperkugel und schießen sämtliche Kanten hoch und runter. Aber da, es wirkt doch in gewisser Hinsicht überzeugend. Ich meine, ich würde es nicht machen. Ich bin ja nicht wahnsinnig, hier so hoch zu klettern. Aber sehr imposant. Also die Aussicht, die ist wirklich, die ist schon super, ne? Da kannst du sagen, was du willst.